Beelzebubs Erzählungen für seinen Enkel. Erstes Kapitel: Gedanken erwachen. Zu den Überzeugungen, die sich im Laufe meines verantwortlichen, sonderbar eingerichteten Lebens in meinem allgemeinen Bestand gebildet haben, gehört auch die, und ist unbezweifelbar, dass immer und überall auf Erden unter den Menschen aller möglichen Bildungsstufen und aller möglichen Äußerungsmöglichkeiten der in ihrer Individualität für alle möglichen Ideale geformten Faktoren die Neigung besteht, am Anfang eines neuen Unternehmens laut oder wenigstens in Gedanken jenen bestimmten, sogar jedem ganz ungebildeten Menschen verständlichen Ausspruch zu tun, der in verschiedenen Epochen verschieden formuliert worden ist und in unseren Tagen mit den folgenden Worten: Im Namen des Vaters und des Sohnes und im Namen des Heiligen Geistes. Amen. Deshalb tue ich auch jetzt, wo ich mich an dies für mich neue Geschäft, nämlich die Schriftstellerei, begebe, diesen Ausspruch und tue ihn nicht nur laut, sondern sogar sehr deutlich und mit einer, wie die alten Tuluzeten gesagt hätten, vollends geäußerten Betonung, so vollends natürlich, wie sie in meinem allgemeinen Bestand aus schon geformten und für eine solche Äußerung tief eingewurzelten Gegebenheiten allein entstehen kann, Gegebenheiten, die sich im Allgemeinen in der Natur des Menschen während seines vorbereitenden Alters bilden und später während seines verantwortlichen Lebens in ihm die Natur und belebende Wirkung einer solchen Betonung hervorbringen können. Da ich in dieser Weise begonnen habe, kann ich jetzt ganz ruhig sein und dürfte sogar nach Auffassung der religiösen Moral, wie sie unter den Zeitgenossen herrscht, nicht den geringsten Zweifel hegen, dass alles Weitere in diesem meinem neuen Unternehmen, wie man sagt, wie geschmiert weitergehen wird. Auf jeden Fall habe ich so begonnen, und wie es weitergehen wird, dafür kann man einstweilen mit dem Blinden sagen: Wir werden sehen. Zunächst und vor allem will ich meine eigene und noch dazu meine rechte Hand, die, obgleich sie im Augenblick durch einen Unfall, den ich kürzlich erlitt, leicht verletzt ist, doch wirklich meine eigene Hand ist und mir nicht einmal in meinem ganzen Leben versagt hat, auf mein Herz legen, natürlich auf mein eigenes, über dessen Unbeständigkeit ich mich hier jedoch nicht auslassen möchte, und offen gestehen, dass ich persönlich nicht die geringste Lust zum Schreiben habe, aber durch Umstände, die nicht von mir abhängen, dazu gezwungen bin, wobei ich selbst noch nicht weiß, ob diese zufällig entstanden sind oder absichtlich von fremden Mächten bedingt wurden, sondern nur weiß, dass diese Umstände mich zwingen, nicht einfach irgendetwas Beliebiges zu schreiben, was, sagen wir, angenehm in den Schlaf lullt, sondern gewichtige, dicke Bände. Wie dem auch sei, ich mache mich ans Werk. Doch wie beginnen? Ach, zum Teufel, wiederholt sich tatsächlich die gleiche sehr unangenehme und höchst seltsame Empfindung, die ich erlebte, als ich vor ungefähr 3 Wochen in Gedanken Programm und Folge der Ideen zurechtlegte, die ich zu verbreiten mir vorgenommen habe, und als ich auch nicht wusste, wie ich beginnen sollte. Diese damals erlebte Empfindung kann ich jetzt nur mit den Worten formulieren als die Furcht, in der Flut seiner eigenen Gedanken umzukommen. Damals hätte ich, um diese unangenehme Empfindung loszuwerden, zu jener verderblichen Eigenschaft Zuflucht nehmen können, die in mir wie in jedem heutigen Menschen ist und allen von uns schon eingeboren und die uns, ohne dass wir irgendeinen Gewissensbiss verspüren, alles, was wir wollen, auf später verschieben lässt. Damals hätte ich dies sehr leicht tun können, weil es, ehe ich wirklich zu schreiben begonnen hatte, schien, dass da noch viel, viel Zeit sei. Jetzt aber ist dies nicht länger mehr möglich, und so muss ich unbedingt, wie man sagt, auch wenn ich berste, beginnen. Aber womit tatsächlich beginnen? Hurra! Heureka! Fast alle Bücher, die mir im Leben in die Hände kamen, fingen mit einem Vorwort an. So muss ich wohl auch mit etwas Derartigem beginnen. Ich sage Derartigem,
weil ich im Allgemeinen immer im Prozess meines Lebens, seitdem ich einen Jungen von einem Mädchen unterscheiden konnte, alles, ganz entschieden alles nicht so machte, wie die anderen zweibeinigen, mir ähnlichen Vernichter der Naturgüter es machen. Deshalb muss ich jetzt auch im Schriftstellern, ja bin vielleicht sogar aus Prinzip dazu verpflichtet, es anders machen als die anderen Schriftsteller sonst. Auf jeden Fall werde ich statt mit dem üblichen Vorwort ganz einfach mit einer Warnung beginnen. Mit einer Warnung zu beginnen wird das Richtigste für mich sein, wenn auch nur, weil dies in keinem Widerspruch zu keinem meiner organischen, psychischen und sogar eigensinnigen Prinzipien steht und ist zu gleicher Zeit sehr ehrlich, natürlich im objektiven Sinn, weil ich selbst und alle, die mich gut kennen, zuversichtlich erwarten, dass durch meine Schriften für die meisten Leser sofort und nicht allmählich, wie es mit der Zeit allen Menschen früher oder später gehen muss, all ihre ererbten und durch eigene Arbeit erworbenen Reichtümer in der Gestalt von nur naive Träume hervorrufenden, beruhigenden Begriffen und auch ihre schönen Vorstellungen über ihr jetziges Leben und ihre Aussichten auf die Zukunft verschwinden werden. Professionelle Schriftsteller fangen Einleitungen dieser Art gewöhnlich damit an, dass sie sich mit allen möglichen hochtrabenden und überschwänglichen, sozusagen aufgeblasenen Titulierungen an den Leser wenden. Darin allein will ich mir ein Beispiel an ihnen nehmen und auch mit einer Anrede beginnen, aber ich werde mich bemühen, sie nicht so süßlich ausfallen zu lassen, wie sie es gewöhnlich tun, dank besonders ihres verderblichen Klügelns, womit sie ihre Empfindungen des mehr oder weniger normalen Lesers kitzeln. Also, meine geehrten, hochgeschätzten, willensstarken und natürlich sehr geduldigen edlen Herren und meine sehr verehrten, reizenden und unparteiischen Damen, Verzeihung, ich habe das Wichtigste ausgelassen, und meine keineswegs hysterischen Damen. Ich habe die Ehre, Ihnen mitzuteilen, dass, obwohl Umstände halber, die in einem der letzten Stadien meines Lebensprozesses entstanden sind, ich mich jetzt ans Schreiben von Büchern begebe, ich doch in meinem ganzen Leben noch nie weder ein Buch noch verschiedene sogenannte belehrende Artikel verfasst habe, noch nicht einmal einen Brief, in dem es unbedingt nötig gewesen wäre, sogenannte Grammatikalität zu beobachten, weshalb ich, obgleich ich jetzt daran bin, ein professioneller Schriftsteller zu werden, jedoch keineswegs Übung, weder hinsichtlich der bestehenden professionellen Regeln und Verfahren noch betreffs der sogenannten Bon-Ton-literarischen Sprache habe, gezwungen bin, keineswegs so zu schreiben, wie es die gewöhnlichen patentierten Schriftsteller tun, an deren Schreibart ihr aller Wahrscheinlichkeit nach schon so gewöhnt seid wie an euren eigenen Geruch. Meiner Meinung nach liegt das Schlimme für euch in diesem Fall vielleicht hauptsächlich darin, dass man euch schon in der Kindheit einen ausgezeichnet arbeitenden Automatismus für die Aufnahme aller möglichen neuen Eindrücke eingepflanzt hat, der jetzt in voller Harmonie mit eurer allgemeinen Psyche funktioniert. Und dank dieses Segens braucht ihr jetzt in eurem verantwortlichen Leben überhaupt keine individuelle Anstrengung mehr zu machen. Offen gestanden lege ich selbst den Schwerpunkt meines Bekenntnisses nicht auf meine Unkenntnis der schriftstellerischen Regeln und Verfahren, sondern darauf, dass ich, was ich die Bon-Ton-literarische Sprache nenne, nicht besitze, die im gegenwärtigen Leben nicht nur von Schriftstellern, sondern auch von jedem gewöhnlichen Sterblichen unbedingt gefordert wird. Was das Erste angeht, nämlich meine Unkenntnis der verschiedenen schriftstellerischen Regeln und Verfahren, so kümmert mich dies nicht sehr. Und es kümmert mich deshalb nicht sehr, weil solche Unkenntnis jetzt schon im Leben der Menschen ganz an der Ordnung ist. Dieser Segen entstand und blüht jetzt überall auf Erden dank jener außerordentlichen neuen Krankheit, mit der seit 20 oder 30 Jahren irgendwie besonders die meisten Leute aus allen drei Geschlechtern befallen werden, die mit halboffenen Augen schlafen und deren Gesichter in jeder Hinsicht ein fruchtbarer Boden für alle möglichen Pimpel sind. Diese seltsame Krankheit zeigt sich darin, dass, wenn der Kranke gerade lesen und schreiben kann
und seine Miete für 3 Monate im Voraus bezahlt hat, er, sie oder es, unbedingt entweder einen belehrenden Artikel schreibt oder ein ganzes Buch. Da ich diese neue menschliche Krankheit und ihre epidemische Verbreitung auf Erden gut kenne, habe ich, wie ihr einsehen müsst, das Recht anzunehmen, dass ihr, wie die gelehrten Mediziner sagen würden, dagegen gefeit seid und dass ihr deshalb nicht sichtlich entrüstet seid über meine Unkenntnis der schriftstellerischen Regeln und Verfahren. Diese Auffassung drängt mich, den Hauptnachdruck in meiner Warnung auf meine Unkenntnis der literarischen Sprache zu legen. Zu meiner Selbstrechtfertigung und vielleicht auch um den Tadel an eurem Wachbewusstsein, ob meiner Unkenntnis dieser im heutigen Leben unerlässlichen Sprache zu verringern, halte ich es für nötig, mit demütigem Herzen und von Scham geröteten Wangen zu gestehen, dass, obgleich diese Sprache mir auch in meiner Kindheit gelehrt wurde und obgleich sogar einige der Älteren, die mich auf ein verantwortliches Leben vorbereiteten, mich dauernd, ohne es an einschüchternden Mitteln fehlen zu lassen, eine Unmenge der verschiedenen Nuancen auswendig lernen ließen, die insgesamt dieses moderne Vergnügen ausmachen, trotzdem, unglücklicherweise natürlich für euch, von allem, was ich damals auswendig lernte, nichts hängen und nichts für meine jetzige Tätigkeit als Schriftsteller übrig blieb. Und nichts blieb hängen, keineswegs, wie mir kürzlich klargemacht wurde, durch meine Schuld und auch nicht durch die Schuld meiner früheren verehrten und nicht verehrten Lehrer, sondern diese menschliche Arbeit war ob eines unwahrscheinlichen und ganz außerordentlichen Ereignisses vergeblich, das sich im Augenblick meiner Erscheinung auf Gottes Welt zutrug und darin bestand, wie ein bestimmter in Europa gut bekannter Okkultist mir nach einer sehr eingehenden sogenannten psychophysiko-astrologischen Untersuchung erklärte, dass in jenem Augenblick durch das Loch, das unsere verrückte, lahme Ziege in die Fensterscheibe gemacht hatte, die Tonvibrationen drangen, die im Nachbarhaus aus einem Edison-Phonograph kamen und die Hebamme in ihrem Mund eine mit Kokain getränkte Pille deutscher Marke hatte, die noch dazu keineswegs Ersatz war und die sie zu diesen Klängen ohne das gebührende Vergnügen lutschte. Außer diesem im alltäglichen Leben der Menschen seltenen Ereignis ergab sich meine jetzige Lage auch daraus, dass ich später in meinem vorbereitenden und erwachsenen Leben, und dies, ich muss gestehen, fand ich selbst nach langen Überlegungen in der Art des deutschen Professors, des Herrn Stumpfsinns Schmausen heraus, stets sowohl instinktiv als auch automatisch und manchmal sogar bewusst, das heißt aus Prinzip, vermied, diese Sprache im Verkehr mit anderen anzuwenden. Und ob einer solchen Kleinigkeit und vielleicht Nicht-Kleinigkeit äußere ich mich wiederum dank dreier Gegebenheiten, die sich in meinem allgemeinen Bestand während meines heranwachsenden Alters gebildet hatten und über die ich euch etwas später in diesem ersten Kapitel meiner Schriften unterrichten will. Wie dies auch gewesen sein mag, die Tatsache steht fest, beleuchtet von allen Seiten wie eine amerikanische Reklame und kann durch keine Kraft, selbst nicht durch das Fachwissen der Spezialisten in Narrenpossen geändert werden, dass, obgleich ich, der kürzlich noch sehr vielen Leuten als ein recht guter Lehrer von Tempeltänzen galt, jetzt ein professioneller Schriftsteller geworden bin und natürlich recht viel schreiben werde, da es mir von Kindheit an eigen ist, alles, was ich tue, reichlich zu tun. Ich, der ich jedoch, wie ihr seht, die dafür automatisch erworbene und automatisch geäußerte Übung nicht habe, gezwungen bin, alles, was ich ersonnen habe, in gewöhnlicher, einfacher, alltäglicher, vom Leben geformter Sprache zu schreiben, ohne alle literarischen Manipulationen und ohne alle grammatischen Klügeleien. Doch das Maß ist noch nicht voll. Habe ich doch das Wichtigste noch nicht entschieden, in welcher Sprache ich schreiben soll. Obgleich ich in Russisch zu schreiben begann, kann man doch in dieser Sprache, wie der Weiseste der Weisen, Mullah Nasreddin, sagen würde, nicht weit kommen. Die russische Sprache ist sicherlich sehr gut, ich liebe sie sogar, jedoch nur um Anekdoten zu erzählen und um jemandes Stammbaum mit wenig ehrenden Beiwörtern aufzuzählen. Die russische Sprache ist wie die englische, die auch sehr gut ist, jedoch nur, um im Smoking Room, dieweil man auf bequemen Sesseln sitzt, die Füße auf einen anderen gestreckt,
über gefrorenes Fleisch aus Australien oder manchmal über die indische Sprache zu sprechen. Diese beiden Sprachen sind wie das Gericht, das man in Moskau Soljanka nennt. Und in diese Moskauer Soljanka geht außer mir und dir alles hinein. Alles, was du nur willst, selbst der Abend Tschesma der Scheherazade. Ich muss auch noch sagen, dass ich durch alle möglichen zufälligen und vielleicht nicht zufällig geformten Umstände meiner Jugend sehr viele Sprachen hatte lernen müssen und noch dazu sehr ernsthaft und natürlich immer mit Selbstzwang sie sprechen, sie lesen und schreiben lernte und sie so beherrschte, dass wenn ich diesem unerwartet vom Geschick mir jetzt aufgezwungenen Beruf folge und mich entschließen würde, keinen Vorteil aus dem durch Übung erworbenen Automatismus zu ziehen, ich jedenfalls in jeder von ihnen schreiben könnte. Wenn ich aber diesen automatisch erworbenen, durch lange Übung schon leicht laufenden Automatismus am besten verwenden will, muss ich entweder in Russisch oder in Armenisch schreiben, weil es die Umstände in den letzten 2 oder 3 Jahrzehnten meines Lebens mit sich brachten, dass ich zum Verkehr mit anderen diese beiden Sprachen gebrauchen musste und folglich die meiste Übung in ihnen habe. Ach, zum Teufel! Selbst in einem solchen Fall beginnt einer der für den normalen Durchschnittsmenschen ungewöhnlichen Aspekte meiner eigenartigen Psyche bereits mein Ganzes zu quälen. Der Hauptgrund für mein jetziges Unglück in meinem schon fast überreifen Alter kommt daher, dass von Kindheit an, zusammen mit viel anderem für das gegenwärtige Leben auch unnötigem Quatsch, eine solche Inhärenz meiner sonderbaren Psyche eingepflanzt worden war, die immer und in allem automatisch meinem Ganzen angibt, nur nach Volksweisheit zu handeln. So kommt im gegebenen Fall, wie immer in ähnlichen, noch unbestimmten Lebensfällen, ein Ausspruch populärer Weisheit in mein für mich bis zur Spötterei unerfolgreich konstruiertes Hirn und, wie man sagt, rennt darin herum. Ein Ausspruch, der im Leben der Menschen in sehr alten Zeiten existierte und auf unsere Tage in der folgenden Formulierung überging. Jeder Stock muss unbedingt zwei Enden haben. Wenn man den Grundgedanken und die wirkliche Bedeutung, die in dieser seltsamen Wortformulierung verborgen sind, zu verstehen sucht, muss meiner Meinung nach, vor allem im Bewusstsein jedes mehr oder weniger gesund denkenden Menschen, die Vermutung entstehen, dass der Gesamtheit von Ideen, aus der der in diesem Ausspruch verborgene Sinn beruht und aus der er fließen muss, eine von den Menschen jahrhundertelang erkannte Wahrheit zugrunde liegt. Die Wahrheit nämlich, dass jede im Leben des Menschen vorkommende Ursache, ganz gleich aus welcher Erscheinung sie stammt, als eine von zwei einander entgegengesetzten Wirkungen anderer Ursachen, ihrerseits obligatorisch auch, zwei ganz entgegengesetzte Wirkungen haben muss. Wie zum Beispiel, wenn etwas, das aus zwei verschiedenen Ursachen stammt, Licht hervorbringt, muss es unbedingt ein dem entgegengesetztes Phänomen hervorrufen, was besagen will Dunkelheit. Oder ein Faktor, der im Organismus einer lebenden Kreatur einen Impuls von spürbarer Befriedigung hervorruft, muss unbedingt auch das Gegenteil erzeugen, das heißt Nichtbefriedigung, natürlich auch spürbar und so fort und so weiter, immer und in allem. Wenn ich in dem gegebenen Fall diese von Jahrhunderten geformte und durch einen Stock, der wie gesagt tatsächlich zwei Enden hat, ausgedrückte Volksweisheit anwende und dabei ein Ende als gut und das andere als schlecht gilt und ich den zuvor besagten nur durch lange Übung in mir erworbenen Automatismus gebrauche, wird es für mich natürlich sehr gut sein, aber für den Leser muss diesem Sprichwort auch gerade das Gegenteil davon kommen. Und was das Gegenteil von gut ist, muss sogar jeder, der keine Hämorrhoiden hat, sehr leicht verstehen. In anderen Worten, wenn ich von meinem Vorrecht Gebrauch mache und das gute Ende des Stockes für mich in Anspruch nehme, muss das schlechte Ende unbedingt auf des Lesers Kopf fallen. Dies kann tatsächlich geschehen, weil im Russischen sozusagen die Feinheiten philosophischer Fragen nicht ausgedrückt werden können, an die ich in meinen Schriften recht ausgiebig rühren will, wogegen im Armenischen, wo dies zwar möglich ist, zum Unglück aller heutigen Armenier zeitgenössische Begriffe keinen Ausdruck finden können. Um die Bitternis meines dadurch verursachten inneren Schmerzes zu lindern, muss ich sagen, dass ich in meiner frühen Jugend, als ich mich für philosophische Fragen interessierte und sehr von ihnen erfüllt war, Armenisch allen anderen Sprachen, die ich damals sprach, sogar meiner Heimatsprache vorzog.
Diese Sprache war damals hauptsächlich deshalb meine Lieblingssprache, weil sie eigenartig war und in nichts den benachbarten oder verwandten Sprachen glich. Alle ihre, wie gelehrte Philologen sagen, Tonalitäten waren ihr allein eigen und stimmten meiner damaligen Auffassung nach vollkommen mit der Psyche der Leute dieser Nation überein. Aber in den letzten 30 bis 40 Jahren hat sich diese Sprache vor meinen Augen so verändert, dass anstelle einer eigenartigen, selbstständigen, aus einer fernen Vergangenheit auf uns gelangten Sprache eine solche daraus wurde und jetzt existiert, die, wenn auch eigenartig und selbstständig, doch so, wie man sagen kann, ein clownartiges Potpourri von Sprachen darstellt, dessen Klänge insgesamt dem Ohr eines mehr oder weniger bewussten und verständnisvollen Zuhörers genau wie türkische, persische, französische, kurdische und russische Worttöne erscheinen und wie noch andere unverdauliche und unartikulierbare Laute. Fast dasselbe kann man von meiner Heimatsprache, dem Griechischen, sagen, die ich in meiner Kindheit sprach und deren, wie man sagen könnte, Geschmack automatisch assoziativer Kraft ich mir bis heute bewahrt habe. In ihr könnte ich alles, was ich will, ausdrücken, trotzdem aber kann ich sie unmöglich für meine Schriften gebrauchen, und zwar aus dem einfachen und zugleich komischen Grund, dass jemand meine Schriften abschreiben und in die anderen benötigten Sprachen übersetzen muss. Aber wer könnte dies tun? Es kann mit Sicherheit gesagt werden, dass selbst der beste Kenner des modernen Griechisch einfach nichts von dem verstehen würde, was ich in meiner Heimatsprache, so wie ich sie mir in der Kindheit aneignete, schreiben würde, weil meine teuren, wie man sie nennen mag, Landsleute, die auch von dem Wunsch angesteckt waren, um jeden Preis den Repräsentanten moderner Zivilisation auch in ihrer Konversation gleichzukommen, während der letzten 30 oder 40 Jahre meine teure Heimatsprache genauso behandelten wie die Armenier die ihre in ihrem Streben, es der russischen Intelligenz gleichzutun. Die griechische Sprache, deren Geist und Wesen ich ererbte und die, die von den heutigen Griechen gesprochen wird, sind einander so ähnlich, wie nach einem Ausdruck Mulla Nasreddins ein Nagel einer Totenmesse ähnlich ist. Was also ist da zu tun? Ach, nur keine Sorgen, geschätzter Käufer meiner Klügeleien. Solange es genug französischen Armagnac und heißsarrische Basturma gibt, werde ich schon einen Weg sogar aus dieser schwierigen Lage finden. Ist mir dies doch schon nichts Neues mehr? Geriet ich doch schon so oft im Leben in schwierige Lagen und auch wieder heraus, dass dies für mich schon eine Sache der Gewohnheit geworden ist. Einstweilen will ich im gegebenen Fall teils in Russisch und teils in Armenisch schreiben, umso mehr als ich unter den Leuten, die sich immer um mich herumtreiben, verschiedene mehr oder weniger in diesen beiden Sprachen auskennen und ich zunächst die Hoffnung hege, dass sie aus diesen Sprachen für mich erträglich abschreiben und übersetzen können. In jedem Fall, ich wiederhole es noch einmal, damit du es ja nicht vergisst, so wie du gewöhnlich alles vergisst und wie du vergisst, dein Ehrenwort dir und anderen gegenüber zu halten, dass ich, was immer für eine Sprache ich gebrauche, ausdrücklich immer und in allem, was ich die Bon-Ton literarische Sprache genannt habe, vermeiden werde. Eine außerordentlich sonderbare Tatsache, die im höchsten Grade und vielleicht höher als eure Vorstellung gewöhnlich reicht, eures Wissensdurstes würdig ist, besteht darin, dass von meiner frühesten Kindheit an, das heißt, seit in mir der Drang entstand, Vogelnester zu vernichten und die Schwestern meiner Freunde zu necken, in meinem, wie die Theosophen des Altertums ihn nannten, planetischen Körper und noch dazu, ich weiß nicht warum, hauptsächlich in der rechten Hälfte, eine instinktive, unwillkürliche Empfindung entstand, die sich dann in der Periode meines Lebens, in der ich ein Tanzlehrer wurde, allmählich in ein bestimmtes Gefühl verwandelte und das dann, als ich durch diesen Beruf mit vielen Leuten verschiedener Typen zusammenkam, auch in meinem sogenannten Verstand die Überzeugung entstand, dass diese Sprachen von Leuten zusammengestellt werden, die, was die Kenntnis der gegebenen Sprachen angeht, solch zweifüßigen Tieren genau ähnlich sind, die unser geschätzter Mulla Nasreddin mit den Worten charakterisiert: Wenn es solche Leute nicht gäbe, würden sich die Schweine in der Qualität von Orangen nicht auskennen. Diese Art
Leute unter uns, die sozusagen Motten geworden sind und das Gut, das uns von unseren Vorfahren und der Zeit bereitet und hinterlassen worden ist, verzehren, haben nicht die geringste Vorstellung und haben wahrscheinlich nicht einmal von der offensichtlich schreienden Tatsache gehört, dass während des vorbereitenden Alters im Gehirnfunktionieren jeder Kreatur und des Menschen natürlich auch eine besondere und bestimmte Verwirklichung und Äußerung, die die alten Kokolaner Assoziationsgesetze nannten, und dass der Denkprozess in jeder Kreatur, besonders im Menschen, ausschließlich nach diesem Gesetz verläuft. Da ich jetzt zufällig die Frage berührt habe, die in der letzten Zeit für mich zu einer meiner Lieblingsideen geworden ist, nämlich den Prozess des menschlichen Denkens, halte ich es für möglich, ohne den entsprechenden für die Beleuchtung dieser Frage vorgesehenen Platz abzuwarten, schon jetzt in diesem ersten Kapitel zu sagen, wenigstens was das Axiom betrifft, das ich zufällig kennengelernt habe, dass es auf Erden in der Vergangenheit in jedem Jahrhundert üblich war, dass jeder Mensch, der das Recht zu erwerben sich erkühnte, anderen und sich selbst als ein Bewusstdenkender zu gelten, schon in den frühen Jahren seiner verantwortlichen Existenz davon unterrichtet sein musste, dass der Mensch im Allgemeinen zwei Arten von Denken hat. Eine durch Gedanken, zu deren Ausdruck Worte gebraucht werden, die immer einen relativen Sinn haben, und eine andere, die dem Menschen wie auch allen Tieren eigen ist und die ich Denken in Formen nennen möchte. Die zweite Art von Denken, Denken in Formen, durch die eigentlich der genaue Sinn auch aller Schriften aufgenommen und nach bewusster Gegenüberstellung mit den schon in unseren Besitz gelangten Kunden uns angeeignet werden muss, bildet sich im Menschen je nach den Verhältnissen von Ort, Zeit, Klima und der ganzen Umgebung, in der der betreffende Mensch entstand und wo seine Existenz bis zu seiner Mündigkeit verfloß. Dementsprechend bilden sich im Hirn der Menschen verschiedener Rassen und Lebenslagen und verschiedener geografischer Örtlichkeiten über ein und denselben Gegenstand oder über ein und dieselbe Idee ganz verschiedene selbstständige Formen, die während ihres Funktionierens, das heißt ihres Assoziierens, in ihm diese oder jene Empfindung hervorrufen, die subjektiv eine bestimmte Vorstellung bedingen, und diese Vorstellungen werden durch dieses oder jenes Wort ausgedrückt, das nur dem äußeren, subjektiven Ausdruck dieser Vorstellung dient. Deshalb gewinnt jedes Wort für ein und dasselbe Ding oder ein und dieselbe Idee für Leute verschiedener geografischer Örtlichkeiten und Rassen sehr bestimmten und ganz verschiedenen sozusagen inneren Gehalt. Mit anderen Worten, wenn im allgemeinen Bestand irgendeines Menschen, der auf einer beliebigen Örtlichkeit entstand und sich bildete, sich aus den Resultaten spezifischer lokaler Einflüsse und Eindrücke eine bestimmte Form bildet und diese Form in ihm assoziativ die Empfindung eines bestimmten inneren Gehaltes hervorruft und folglich einer bestimmten Vorstellung oder eines bestimmten Begriffes, zu dessen Ausdruck er dies oder jenes Wort gebraucht, das ihm schließlich gewohnt und, wie ich gesagt habe, subjektiv wird, nimmt der Zuhörer, indem sich durch die verschiedenen Verhältnisse seines Entstehens und seines Heranwachsens betreffs des gegebenen Wortes eine Form von ganz verschiedenen innerem Gehalt gebildet hat, dasselbe Wort in ganz verschiedenem Sinne auf und versteht es unbedingt ganz anders. Diese Tatsache kann man übrigens bei aufmerksamer und unparteiischer Beobachtung sehr deutlich feststellen, wenn man dem Meinungsaustausch von Leuten beiwohnt, die zwei verschiedenen Rassen angehören oder in verschiedenen geografischen Örtlichkeiten entstanden und herangewachsen sind. Also, munter daher stolzierender Kandidat zum Käufer meiner Klügeleien, da ich dich gewarnt habe, dass ich nicht so schreiben werde, wie Berufsschriftsteller gewöhnlich schreiben, sondern ganz anders, rate ich dir, ehe du ans Lesen meiner weiteren Darstellungen gehst, sehr ernstlich nachzudenken und dich erst dann daran zu begeben. Sonst müsste ich nämlich um deine Hör- und anderen aufnehmenden und auch verdauenden Organe besorgt sein, die jedenfalls schon so vollends an die literarische Sprache der Intelligenz, die zur heutigen Zeit überall auf Erden herrscht, gewöhnt sind, dass das Lesen meiner Schriften sehr, sehr kakophonisch
auf dich wirken wird und du davon, weißt du was, deinen Appetit für dein Lieblingsgericht verlieren könntest und für das, was dein Inneres besonders kitzelt und dann in dir vor sich geht, wenn du deine Nachbarin siehst, die schöne Brünette. Dass meine Sprache oder genauer gesagt die Art meines Denkens eine solche Wirkung haben kann, davon bin ich ob oft wiederholter Erlebnisse in der Vergangenheit schon so mit meinem ganzen Sein überzeugt wie ein wohlgezüchteter Esel von dem Recht und der Gerechtigkeit seiner Hartnäckigkeit. Da ich dich jetzt vor dem Wichtigsten gewarnt habe, kann ich schon über alles Weitere ruhig sein. Selbst wenn jetzt für dich ein Missverständnis durch meine Schriften entstehen sollte, bist du und nur du allein schuld. Mein Gewissen ist rein wie, sagen wir, das des Ex-Kaisers Wilhelm. Nun, denkst du aller Wahrscheinlichkeit nach, dass ich natürlich ein junger Mann mit angenehmem Äußeren und, wie manche es ausdrücken, verdächtigem Inneren, als ein Anfänger im Schriftstellern offenbar absichtlich originell sein will, in der Hoffnung, dadurch berühmt und somit reich zu werden. Wenn du das wirklich glaubst, bist du tatsächlich sehr auf dem Holzweg. Erstens bin ich nicht jung. Habe ich doch schon so lange gelebt, dass ich dies Leben, wie man sagt, nicht nur aus dem FF kenne, sondern auch durch dick und dünn ging. Und zweitens schreibe ich überhaupt nicht, um dadurch Karriere zu machen oder um, wie man sagt, mit festem Fuß auf der Erde zu stehen, durch eben jenen Beruf, der, wie ich hinzufügen muss, meiner Ansicht nach viele Gelegenheit liefert, ein Kandidat direkt für die Hölle zu werden, vorausgesetzt natürlich, dass sich solche Leute durch ihr Sein überhaupt bis dahin vervollkommnen können, sie, die selbst überhaupt nichts wissen und trotzdem allen möglichen Unsinn fabeln und dadurch automatisch Autorität gewinnen, wodurch sie fast eine der Hauptursachen werden, die insgesamt stetig von Jahr zu Jahr die ohne dies schon äußerst flache Psyche der Menschen noch weiter verflachen. Und was meine persönliche Karriere anbelangt, so habe ich, sie dank aller hohen und niederen und, wenn du willst, sogar rechten und linken Mächte schon längst verwirklicht und stehe schon längst auf festen Füßen und noch dazu auf sehr guten Füßen und bin überzeugt, dass ihre Kraft noch viele Jahre dauern wird, zum Ärger all meiner früheren und jetzigen und zukünftigen Feinde. Ja, mir scheint, dass du auch noch eine soeben in meinem wahnwitzigen Hirn entstandene Idee vernehmen sollst, und zwar, dass ich von dem Drucker, dem ich mein erstes Buch geben werde, dieses erste Kapitel meiner Schriften so drucken lassen will, dass jeder es lesen kann, ohne die Seiten des Buches selbst aufzuschneiden, worauf er, wenn er darin erfährt, dass es nicht in der üblichen Weise geschrieben ist, das heißt, um sehr bequem und angenehm aufregende Bilder und einschlummernde Träumereien in des Lesers Denken hervorzurufen zu helfen, das Buch, wenn er will, ohne weitere Verhandlungen mit dem Buchhändler zurückgeben und sein Geld, das er vielleicht nach mit seinem eigenen Schweiß verdient hat, wiedererhalten kann. Ich werde dies unbedingt tun, umso mehr, als mir gerade jetzt die Geschichte, die sich einmal mit einem transkaukasischen Kurden zutrug, wieder einfiel, die ich in meiner ganz frühen Kindheit hörte und die in späteren Jahren, so oft sie mir in entsprechenden Fällen einfiel, jedes Mal in mir einen anhaltenden und unauslöschlichen Impuls von Rührung hervorrief. Ich denke, es wird sehr nützlich für mich und auch für dich sein, wenn ich dir diese Geschichte ein wenig ausführlich erzähle. Es wird hauptsächlich deshalb sehr nützlich sein, weil ich den Kern oder, wie heutzutage rein rassische jüdische Geschäftsleute sagen würden, den Zimmes dieser Geschichte zu einem der grundlegenden Prinzipien dieser neuen literarischen Form machen will, die ich zur Erreichung des Zieles, das ich durch diesen neuen Beruf verfolge, anzuwenden gedenke. Dieser transkaukasische Kurde machte sich einmal von seinem Dorf aus, Geschäfte halber nach der Stadt auf. Dort sah er auf dem Markte in der Bude eines Obsthändlers eine schön aufgebaute Auslage von allen möglichen Früchten. In dieser Auslage fiel ihm eine Frucht auf, die sehr schön in Farbe und Form war und ihm ihrem Aussehen nach so gefiel, dass er sich, obwohl er fast kein Geld hatte, entschloss, unbedingt wenigstens eine dieser Gaben der großen Natur zu kaufen und zu kosten. Und so trat er aufgeregt und mit einer ihm nicht eigenen Dreistigkeit in die Bude ein, und indem er mit seinen schwieligen Fingern auf die Frucht deutete, die ihm so gefiel, fragte er den Händler nach ihrem Preis.
Der Händler antwortete, dass ein Pfund dieser Frucht 6 Groschen koste. Unser Kurde fand diesen Preis durchaus nicht hoch und beschloss, ein ganzes Pfund zu kaufen. Nach Beendigung seiner Geschäfte in der Stadt kehrte er noch desselben Tages wieder zu Fuß nach Hause zurück. Als er dann bei Sonnenuntergang über Berg und Tal ging und dabei unwillkürlich das äußerlich Sichtbare der immer bezaubernden Teile der großen Natur, der allgemeinen Mutter wahrnahm und dazu die reine Luft einsog, die von den üblichen Ausdünstungen der Industriestädte nicht vergiftet war, verspürte unser Kurde auf einmal, wie es ganz natürlich ist, den Wunsch, sich auch an gewöhnlicher Nahrung zu laben. Und so setzte er sich an den Wegrand, nahm Brot und die gekauften Früchte, die ihm so gefallen hatten, aus seinem Proviantsack und fing gemächlich an zu essen. Doch, o Schreck! Bald fing alles in ihm zu brennen an. Nichtsdestoweniger jedoch aß er ruhig weiter. Und dieses unglückliche, zweifüßige Geschöpf unseres Planeten aß ruhig weiter, nur ob jener besonderen, von mir zuerst vermerkten menschlichen Inhärenz, deren Prinzip ich, da ich beschloss, sie der von mir geschaffenen neuen literarischen Form zugrunde zu legen, gleichsam zu einem Leuchtturm machen will, der mich zu einem meiner Ziele führen soll. Den Sinn und die Bedeutung dieses Prinzips wirst auch du sicherlich bald verstehen, natürlich je nach dem Grade deiner Auffassungsgabe beim Lesen eines der folgenden Kapitel meiner Schriften, vorausgesetzt natürlich, dass du es wagst, weiterzulesen, oder womöglich wirst du sogar schon etwas am Ende dieses ersten Kapitels wittern. Also gerade in dem Augenblick, wo unser Kurde von all den ungewohnten, in ihm vor sich gehenden Empfindungen dieses seltsamen Males im Schoße der Natur ganz benommen war, kam des gleichen Weges ein anderer aus demselben Dorfe, der unter denen, die ihn kannten, als sehr klug und erfahren galt. Als er sah, dass das ganze Gesicht des Kurden puterrot war und aus seinen Augen Tränen flossen, dass er aber dessen ungeachtet gleichsam ganz von der Erfüllung seiner Hauptpflicht in Anspruch genommen tatsächlich rote Pfefferschoten aß, sagte er zu ihm: »Was machst du denn da, du jährige Idiot? Du wirst ja lebendig verbrennen. Höre doch auf, dieses außergewöhnliche und deiner Natur ungewohnte Produkt zu essen.« Unser Kurde aber antwortete ihm: »Keineswegs werde ich aufhören, habe ich doch meine letzten 6 Groschen dafür bezahlt, und müsste ich selbst meine Seele aufgeben, ich würde weiter essen.« Worauf unser, wie man schon von ihm glauben muss, entschiedener Kurde es keineswegs aufgab, sondern ruhig fortfuhr, Pfefferschoten zu essen. Nach dem, was du jetzt schon aufgenommen hast, hoffe ich, dass in deinem Denken vielleicht schon eine entsprechende Assoziation langsam entsteht, die schließlich in dir, wie es manchen heutigen Menschen geschieht, das herbeiführt, was man Verstehen nennt, und dass du im gegebenen Falle verstehst, warum ich eben, da ich diese menschliche Inhärenz, deren unvermeidliche Äußerung darin besteht, dass, wenn man einmal für etwas Geld bezahlt hat, man es unbedingt bis zum Ende ausnutzen will, gut kenne und oftmals von ihr betroffen war, warum ich von der in meinem Denken entstandenen Idee in meinem allgemeinen Bestand begeistert bin und alle mir zu Gebote stehenden Maßnahmen ergreifen will, damit, wenn du, wie man sagt, mein Nächster im Geist, für den Fall, dass du dich als einer entpuppst, der schon ans Lesen von Büchern gewohnt ist, wenn auch nur von solchen, die in der erwähnten Sprache der Intelligenz geschrieben sind, schon Geld für meine Schriften bezahlt hast und erst danach erfährst, dass sie nicht zu der in der dir gewohnten, bequemen und leicht lesbaren Sprache geschrieben sind, du dann nicht durch die besagte menschliche Inhärenz gezwungen bist, meine Schriften um jeden Preis zu Ende zu lesen, so wie der arme transkaukasische Kurde gezwungen war, den ihm nur seinem Aussehen nachgefallenen, sonst aber Spaß beiseite, edlen, roten Pfeffer zu essen. Und so will ich, um ein durch diese Inhärenz möglicherweise entstehendes Missverständnis zu vermeiden, wozu sich die Ergebenheiten im allgemeinen Bestand des heutigen Menschen durch sein häufiges ins Kino gehen bilden und weil er nie eine Gelegenheit versäumt, dem anderen Geschlecht ins linke Auge zu schauen, dass dies mein Einleitungskapitel in der besagten Weise gedruckt werde, damit jeder es lesen kann, ohne das Buch selbst aufzuschneiden. Andernfalls wird der Buchhändler, wie man sagt, sich sträuben und sich unbedingt wieder nach dem Hauptprinzip der Kaufleute im Allgemeinen äußern,
das von ihnen in den Worten formuliert wird: Du bist schon mehr ein Einfallspinsel als ein Fischer, wenn du den Fisch, der den Köder schon angebissen hast, wieder ziehen lässt, und wird sich dann weigern, ein schon aufgeschnittenes Buch zurückzunehmen. Diese Möglichkeit bezweifle ich keineswegs und erwarte ohne weiteres eine solche Gewissenslosigkeit von den Buchhändlern. Und die Gegebenheiten, die meine Gewissheit betreffend dieser Gewissenslosigkeit seitens der Buchhändler hervorbringen, bildeten sich in mir vollständig damals, als ich als professioneller indischer Fakir zur völligen Aufklärung einer gewissen ultraphilosophischen Frage unter anderem auch mit dem assoziativen Äußerungsprozess der automatisch konstruierten Psyche heutiger Buchhändler und Ladenkommis bekannt wurde, wenn sie den Käufern Bücher aufhängen. Da ich all das kenne und von Natur aus gerecht und seit dem Unglück, das ich erlitt, bis zum Extrem einfühlend geworden bin, kann ich nicht anders als wiederholen, das heißt, dich noch einmal warnen und dir sogar dringendst raten, ehe du mein erstes Buch aufschneidest, dies erste Kapitel meiner Schriften sehr aufmerksam und sogar mehr als einmal durchzulesen. Für den Fall aber, dass du ungeachtet meiner Warnung dennoch wünschen solltest, dich mit dem weiteren Inhalt meiner Darlegungen bekannt zu machen, bleibt mir nichts anderes übrig, als dir mit meiner ganzen echten Seele einen recht, recht guten Appetit zu wünschen und dass du alles, was du liest, nicht nur zu deinem Wohl, sondern auch zu dem all deiner Nächsten verdauen mögest. Ich sagte mit meiner echten Seele, weil ich, der ich in der letzten Zeit in Europa lebe und häufig mit Leuten zusammenkomme, die gern bei jeder passenden und unpassenden Gelegenheit leichtfertig einen heiligen Namen, der nur für des Menschen inneres Leben da sein sollte, in den Mund leben, das heißt mit Leuten, die grundlos fluchen, weil ich, wie ich schon sagte, im Allgemeinen nicht nur theoretisch wie die heutigen Menschen, sondern auch praktisch Sprichwörter, die sich in Jahrhunderten gebildet haben, befolge und so auch das Sprichwort, das im gegebenen Fall sehr gut passt und in den Worten zum Ausdruck kommt, mit den Wölfen muss man heulen, beschloss ich, um nicht in den in Europa bestehenden Gebrauch auch in gewöhnlicher Unterhaltung zu fluchen, Disharmonie zu bringen, auch im Verkehr mit anderen zu fluchen, um aber gleichzeitig das Gebot, das von den Lippen des heiligen Moses kam, zu befolgen, nämlich heilige Namen nicht zu missbrauchen, habe ich beschlossen, einen besonderen Fall aus der sozusagen neu gebackenen Modesprache, das heißt aus dem Englischen, zu benutzen, und von da an fluche ich bei entsprechenden Gelegenheiten bei meiner englischen Seele. In dieser Sprache werden nämlich die Worte Soul, Seele und Soul, Fußsohle, nicht nur gleich ausgesprochen, sondern sogar fast gleich geschrieben. Ich weiß nicht, wie es mit dir, schon halb ein Kandidat zum Käufer meiner Schriften, steht. Ich weiß nur, dass meine eigenartige Natur selbst mit meinem stärksten geistigen Wunsch nicht anders kann, als sich über eine solche von Menschen moderner Kultur geäußerte Tatsache zu empören, wonach das Allerhöchste im Menschen, was unserem Allervater, dem Schöpfer, besonders teuer ist, noch ehe der Betreffende sich klargemacht hat, was es ist, tatsächlich mit dem Allerniedrigsten und Schmutzigsten am Menschen benannt und oft auch dafür gehalten wird. Doch nun genug des Philosophierens. Kehren wir lieber zu der Hauptaufgabe dieses Einführungskapitels zurück, das unter anderem dazu bestimmt ist, einerseits die schläfrigen Gedanken sowohl in mir als im Leser aufzurütteln und andererseits den Leser vor etwas zu warnen. Also, Plan und Reihenfolge der von mir beabsichtigten Darlegungen habe ich mir schon im Kopf zurechtgelegt. Welche Form sie aber beim Niederschreiben annehmen werden, das, gestehe ich offen, weiß ich mit meinem Bewusstsein einstweilen selbst noch nicht, wenn ich auch mit meinem Unterbewusstsein schon deutlich fühle, dass im Ganzen etwas sozusagen Scharfes herauskommen und auf den allgemeinen Bestand jedes Lesers etwa in der Art wirken wird, wie die Pfefferschoten auf den armen transkaukasischen Kurden. Da du jetzt die Geschichte unseres Landsmannes, des entschiedenen transkaukasischen Kurden, kennst, halte ich es schon für meine Pflicht, ein Bekenntnis abzulegen, um dadurch, ehe ich mit der Darlegung dieses ersten Kapitels all meiner weiteren beabsichtigten Schriften fortfahre, deinem sogenannten reinen Wachbewusstsein zur Kenntnis zu bringen,
dass ich in dem weiteren Teil dieses Warnungskapitels meine Gedanken absichtlich in einer solchen Reihenfolge und mit einer solchen logischen Gegenüberstellung darlegen werde, dass das Wesen einiger wirklicher Begriffe von selbst automatisch von diesem Wachbewusstsein, das die meisten Menschen in ihrer Unkenntnis für das wirkliche Bewusstsein halten, was ich aber als Einbildung dartue und experimentell beweise, in das, was du das Unterbewusstsein nennst, übergehe, das meiner Meinung nach das wirkliche menschliche Bewusstsein sein sollte und dort von selbst mechanisch jene Umwandlung bewirke, die im Allgemeinen im ganzen Bestand eines Menschen vor sich gehen und ihm aus seinem eigenen bewussten aktiven Denken die Resultate geben sollte, die ihm als Mensch eigen sein sollten und ihn von ein- und zweihirnigen Tieren unterscheiden. Im allgemeinen Bestand eines jeden Menschen ohne Anbetracht seiner Vererbung und seiner Erziehung bilden sich zwei selbstständige Bewusstseine, die sowohl in ihrem Funktionieren als auch in ihrem Manifestieren fast nichts miteinander gemein haben. Ein Bewusstsein bildet sich aus den Wahrnehmungen aller möglichen zufälligen oder von Seiten der anderen absichtlich geschaffenen mechanischen Eindrücke, worunter man auch die Klänge verschiedener Worte rechnen muss, die tatsächlich, wie gesagt, leer sind. Und das andere Bewusstsein bildet sich sowohl aus den sozusagen schon früher geformten materiellen Resultaten, die mit dem entsprechenden Teil des allgemeinen Bestandes eines Menschen verschmolzen sind und erblich auf ihn kamen, als auch aus den Gegebenheiten, die durch sein absichtliches Erwecken der assoziativen Gegenüberstellungen dieser in ihm schon vorhandenen, materialisierten Gegebenheiten entstehen. Die gesamte Bildung wie auch Äußerung dieses zweiten menschlichen Bewusstseins, das kein anderes ist, als was man das Unterbewusstsein nennt und das aus den materialisierten Resultaten von Vererbung und den durch eigene Absichten verwirklichten Gegenüberstellungen gebildet wird, sollte meiner Meinung nach die sich in vielen Jahren experimenteller Forschungen unter außerordentlich günstigen Verhältnissen gebildet hat, im allgemeinen Bestand eines Menschen vorherrschen. Als Resultat dieser meiner Überzeugung, die bis jetzt dir zweifellos als Produkt der Fantasie eines getrübten Geistes erscheint, kann ich jetzt, wie du selbst begreifst, dieses zweite Bewusstsein nicht umgehen und bin, von meinem Wesen gedrängt, verpflichtet, den allgemeinen Aufbau dieses ersten Kapitels meiner Schriften, nämlich des Kapitels, das das Vorwort für alles Weitere sein soll, so zu machen, dass es die in diesen deinen beiden Bewusstseinen angehäuften Vorstellungen erreicht und an ihnen in der für mein Ziel erforderlichen Weise rüttelt. Indem ich meine Darlegungen mit dieser Berechnung fortsetze, muss ich vor allem dein eingebildetes Bewusstsein davon unterrichten, dass ich dank dreier bestimmter, sonderbarer Gegebenheiten, die sich in meinem allgemeinen Bestand während verschiedener Perioden meines vorbereitenden Alters kristallisierten, jetzt wirklich einzigartig bin, was das, sagen wir, Verstricken und Verwickeln aller angeblich im allgemeinen Bestand der Menschen, mit denen ich in Berührung komme, fest eingewurzelten Begriffe und Überzeugungen betrifft. Hab ich's nicht gewusst. Ich fühle schon in deinem falschen, nach dir zwar echten Bewusstsein, wie geblendeten Fliegen gleich alle die Hauptgüter darin herumschwirren, die erblich auf dich von deinem Onkel und deiner Mutter kamen und die insgesamt immer und überall in dir wenigstens, und das allerdings recht gut, den Impuls von Neugier hervorrufen, wie im gegebenen Falle so rasch wie möglich herauszufinden, warum ich, ein Anfänger in der Schriftstellerei, dessen Name noch nicht einmal in den Zeitungen Erwähnung fand, plötzlich so einzigartig geworden bin. Lass es nur gut sein. Ich persönlich bin mit dem Entstehen dieser Neugier, wenn auch nur in deinem falschen Bewusstsein, zufrieden, da ich schon aus Erfahrung weiß, dass dieser des Menschen unwürdige Impuls manchmal sogar aus diesem Bewusstsein in seine Natur übergehen und damit ein würdiger Impuls werden kann, der Impuls des Wissensdurstes, der seinerseits zur besseren Aufnahme und sogar zum näheren Verständnis für das Wesen jedes Objektes, auf das sich, wie es manchmal geschieht, die Aufmerksamkeit eines heutigen Menschen konzentrieren dürfte, verhilft, und deshalb bin ich mit Freuden bereit, die in dir in diesem Augenblick entstandene Neugier zu befriedigen. Also höre zu und versuche, meine Erwartungen zu rechtfertigen und nicht zu enttäuschen.
Meine originelle Persönlichkeit, die schon verschiedene bestimmte Individuen von beiden Chören des Gerichtssitzes oben, wo objektive Gerechtigkeit herrscht und auch hier auf Erden eine bisher sehr beschränkte Anzahl von Leuten wittern, erklärt sich aus drei zweitrangigen spezifischen Gegebenheiten, die sich in mir während meines heranwachsenden Alters zu verschiedenen Zeiten bildeten. Die erste dieser Gegebenheiten wurde gleich vom Anfang ihres Entstehens an gleichsam der hauptsächliche richtunggebende Hebel meines gesamten Ganzen und die zwei anderen sozusagen die verlebendigenden Quellen zur Speisung und Vervollkommnung dieser ersten Gegebenheit. Diese erste Gegebenheit entstand, als ich noch, wie man sagt, ein kleiner Knirps war. Meine teure, jetzt verstorbene Großmutter war damals noch am Leben und über 100 Jahre alt. Als meine Großmutter, das Himmelreich sei ihr beschieden, im Sterben lag, führte mich meine Mutter, wie es damals Sitte war, zu ihrem Bett, und als ich ihre rechte Hand küsste, legte meine teure, jetzt verstorbene Großmutter mir ihre sterbende linke auf den Kopf und sagte flüsternd, aber sehr deutlich: »Ältester meiner Enkel, höre und erinnere dich immer an mein strenges Vermächtnis. Tu nie im Leben, was die anderen tun.« Nachdem sie dies gesagt, schaute sie auf meinen Nasenbogen, und da sie offenbar mein Erstaunen und mein dunkles Verständnis von dem, was sie gesagt hatte, gewahrte, fügte sie ein wenig ärgerlich und anspornend hinzu: »Entweder tue nichts, gehe nur in die Schule, oder tue etwas, was sonst niemand tut.« Darauf gab sie ohne Aufschub und mit einem deutlichen Impuls von Verachtung für alle um sie herum und mit löblicher Selbsterkenntnis ihre Seele direkt in die Hände seiner Wahrhaftigkeit, des Erzengels Gabriel selbst. Ich denke, es wird interessant und sogar lehrreich für dich sein, einfach zu wissen, dass all dies damals einen solch starken Eindruck auf mich machte, dass es mir unmöglich war, die anderen um mich herum zu ertragen, weshalb ich mich, sobald wir das Zimmer verlassen hatten, wo der sterbliche planetische Körper der Ursache meiner Entstehung lag, sehr leise, ohne von den anderen bemerkt zu werden, nach dem Verschlag stahl, wo in der Fastenzeit die Küchenabfälle und Kartoffelschalen für unsere Dreckfeger, was besagen will, für unsere Schweine aufbewahrt wurden, und dass ich dort lag, ohne zu essen und zu trinken, im Sturm erregter und verwirrter Gedanken, von denen es damals zu meinem Glück erst eine sehr kleine Menge in meinem Gehirn gab, bis zur Rückkehr meiner Mutter vom Friedhof, die dann durch ihr Weinen, als sie mein Fehlen entdeckte und mich vergeblich suchte, mich zu mir selbst brachte, worauf ich sofort aus dem Verschlag auftauchte und von seinem Rand, wo ich zuerst Halt machte, mit ausgestreckter Hand auf sie zurannte und mich an ihren Rock hing. Dann stampfte ich unwillkürlich mit dem Fuß auf und ahmte, ich weiß nicht warum, das Schreien des Esels nach, der unserem Nachbarn, einem Schultheiß, gehörte. Warum dies damals einen solch starken Eindruck auf mich machte und ich mich fast automatisch so seltsam äußerte, ist mir bis jetzt noch nicht klar, obgleich ich in den letzten Jahren, besonders in den Tagen, die Fastnacht genannt werden, viel darüber nachdachte und den Grund dafür zu entdecken suchte. Ich kam dabei nur zu der logischen Annahme, dass es vielleicht nur deshalb war, weil das Zimmer, in dem diese heilige Handlung stattgefunden, die eine solch ungeheure Bedeutung für mein ganzes ferneres Leben haben sollte, bis zur letzten Spalte mit dem Duft eines besonderen Weihrauchs angefüllt war, der vom alten Athos kam und unter den Anhängern aller Glaubensschattierungen der christlichen Religion sehr beliebt war. Wie dies auch geschehen sein mag, diese Tatsache bleibt auch jetzt noch eine reine Tatsache. In den Tagen, die diesem Ereignis folgten, ging nichts Besonderes in meinem allgemeinen Zustand vor, es sei denn, dass man damit in Verbindung bringen will, dass ich während dieser Tage öfter als gewöhnlich mit den Füßen in der Luft, das heißt auf meinen Händen, ging. Meine erste Tat, die offensichtlich nicht mit den Äußerungen der anderen in Übereinstimmung war, wenn sie auch ohne Teilnahme nicht nur meines Bewusstseins, sondern sogar meines Unterbewusstseins vor sich ging, geschah genau am 40. Tag nach dem Tod meiner Großmutter, als unsere ganze Familie, unsere Verwandten und alle, die meine teure Großmutter, die von jedermann geliebt worden war, hochgeschätzt hatten, sich, wie es Sitte war, auf dem Kirchhof versammelten, um über ihren sterblichen Resten, die im Grab ruhten, was man den Requiemdienst nennt, zu verrichten, begann ich plötzlich, scheinbar ohne Grund, statt zu tun, was unter den Menschen aller Schichten von greifbarer und ungreifbarer Moral und aller materiellen Lagen üblich ist, nämlich statt einfach wie vernichtet dazustehen,
mit einem Ausdruck von Schmerz im Gesicht und sogar, wenn möglich, mit Tränen in den Augen, um das Grab herum zu hüpfen, gleichsam tanzend und zu singen: Mit allen Heiligen im Himmelreich, hier kam ihr kein anderer gleich, ei, 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 mit allen Heiligen im Himmelreich, hier kam ihr kein anderer gleich, und so fort und so weiter. Und genau von da an entstand allmählich in meinem allgemeinen Bestand ein Etwas, das, was alles Mögliche sozusagen nachäffen angeht, das heißt das Imitieren der gewöhnlichen automatisierten Äußerungen derer um mich herum, immer und in allem, wie ich es nennen würde, einen unwiderstehlichen Drang hervorruft, alles nicht so zu tun wie die anderen. In meinem damaligen Alter beging ich Streiche folgender Art. Wenn zum Beispiel meine Brüder, Schwestern und die Nachbarskinder, die mit uns spielten, den Ball zuerst in die Luft warfen, warf ich ihn zu demselben Zweck zuerst hart auf den Boden und fing ihn erst, wenn er zurückschnellte und nach seinem Purzelbaum und auch dann nur mit dem Daumen und Mittelfinger der linken Hand. Oder wenn alle anderen Kinder mit dem Gesicht nach vorn auf Schlitten den Hügel hinunterfuhren, versuchte ich, was die Kinder damals Hinterseite voraus nannten, und noch dazu jedes Mal besser. Oder wenn man uns Kindern verschiedene Arten sogenannter aberranischer Bäckereien gab, schleckten gewöhnlich alle anderen Kinder, ehe sie sie in den Mund steckten, sie zuvor ab, offenbar um ihren Geschmack zu kosten und um das Vergnügen zu verlängern. Ich aber beroch sie zuerst und hielt sie vielleicht sogar an mein Ohr und lauschte aufmerksam. Dann erst murmelte ich fast unbewusst, jedoch nichtsdestoweniger ernsthaft vor mich hin: »Geschieht dir recht, geschieht dir recht, iss nicht, was bekommt dir schlecht?« Und rhythmisch entsprechend summend nahm ich nur einen Bissen und schluckte ihn, ohne ihn zu kosten, gleich hinunter und so fort und so weiter. Das erste Ereignis, in dessen Verlauf in mir eine der zwei erwähnten Gegebenheiten entstand, die die verlebendigenden Quellen zur Speisung und Vervollkommnung des Vermächtnisses meiner verstorbenen Großmutter wurden, ereignete sich gerade in dem Alter, als ich aus einem kleinen Knirps wurde, was man einen Lausbuben nennt, und schon aussah, wie man manchmal sagt, wie ein Kandidat zu einem jungen Mann mit angenehmem Äußeren und noch unbestimmtem Inneren. Und dies Ereignis geschah unter den folgenden Umständen, die vielleicht eigens vom Schicksal selbst zusammengebracht worden waren. Ich legte einmal mit einer Anzahl anderer junger Lausbuben auf dem Dach eines Nachbarhauses Schlingen für Tauben. Als einer der Jungen, der über meinen Kopf gebeugt mir dabei aufmerksam zuschaute, plötzlich sagte: »Wenn es nach mir ginge, würde man die Rosshaarschlinge so legen, dass sich die große Zehe der Taube nie darin fängt, weil, wie unser Zoologielehrer uns kürzlich erklärte, sich gerade während der Bewegung in jeder Zehe der Taube eine Reservekraft konzentriert, weshalb, wenn die Mittelzehe in der Schlinge gefangen wird, die Taube sie sicherlich leicht brechen kann.« Ein anderer Knabe, der mir gegenüberlehnte und von dessen Mund übrigens immer, wenn er sprach, Speichel reichlich in alle Richtungen spritzte, fiel über die Bemerkung des ersten Jungen her und stieß mit einer tüchtigen Quantität von Speichel die folgenden Worte hervor: »Halt die Gosche, du hoffnungsloser Spross der Hottentotten! Bist du doch eine Frühgeburt, genau wie dein Lehrer! Selbst wenn es wahr ist, dass die größte physische Kraft der Taube in ihrer großen Zehe konzentriert ist, umso mehr müssen wir danach trachten, gerade diese Zehe in der Schlinge zu fangen. Nur dann liegt für unser Ziel, das heißt für das Fangen jener unglücklichen Taubengeschöpfe, Bedeutung in jener Gehirnbesonderheit, die allen Trägern jenes weichen und schlüpfrigen Etwas eigen ist und darin besteht, dass, wenn durch andere Handlungen, von denen seine unwichtige Äußerungsfähigkeit abhängt, ein periodisch nötiger, gesetzmäßiger, sogenannter Bestandswechsel entsteht, dann diese kleine, sozusagen gesetzmäßige Verwirrung, die zur Belebung anderer Handlungen im allgemeinen Funktionieren vor sich gehen sollte, den Schwerpunkt des ganzen Funktionierens, in dem dieses schlüpfrige Etwas eine sehr kleine Rolle spielt, sofort für eine Zeit von seinem gewohnten Platz auf einen anderen übergehen lässt, wodurch im allgemeinen Funktionieren oft unerwartete, bis zur Verrücktheit lächerliche Resultate erzielt werden.« Er stieß diese letzten Worte mit einem solchen Sprudel von Speichel hervor, dass mir schien, als ob mein Gesicht der Wirkung eines Zerstäubers ausgesetzt war und keineswegs eines Ersatzerzeugnisses, wie ihn die Deutschen zum Färben von Material mit Anilinfarben erfunden haben.
Dies war mehr, als ich ertragen konnte, und ohne meine geduckte Stellung zu ändern, sprang ich auf ihn und stürzte mit voller Kraft mit meinem Kopf gegen seine Magengrube, was ihn sofort umfallen und, wie man sagt, sein Bewusstsein verlieren ließ. Ich weiß nicht und will auch gar nicht wissen, in welchem Sinn sich das Resultat in eurem Denken betreffs der Kunde, über das meiner Meinung nach außerordentliche Zusammenkommen von Lebensumständen, die ich jetzt beschreiben will, bildet. Für mein Denken war dies Zusammenkommen jedenfalls ein ausgezeichnetes Material, mich glauben zu lassen, dass das von mir beschriebene Ereignis, das ich in meiner Jugend zutrug, möglicherweise nicht einfach zufällig geschehen, sondern absichtlich von gewissen fremden Mächten geschaffen worden war. Die Sache ist die, dass mir diese Geschicklichkeit erst einige Tage vor diesem Ereignis von einem griechischen Priester aus der Türkei beigebracht worden war, der, weil er von den Türken um seiner politischen Überzeugung willen verfolgt worden war, von dort hatte fliehen müssen und nachdem er in unsere Stadt angekommen, von meinen Eltern für mich als Lehrer der neugriechischen Sprache angestellt worden war. Ich weiß nicht, auf welchen Gegebenheiten seine politischen Überzeugungen und Ideen beruhten, aber ich erinnere mich sehr gut, dass in allen Gesprächen mit diesem griechischen Priester, selbst als er mir den Unterschied in den Exklamationsworten im Alt- und im Neugriechischen erklärte, tatsächlich immer seine Träume sehr deutlich zum Ausdruck kamen, so bald als möglich nach der Insel Kreta zurückzukehren und sich dort so zu äußern, wie es einem echten Patrioten zukommt. Also, als ich die Wirkung meiner Geschicklichkeit sah, war ich, wie ich gestehen musste, erschreckt und dachte, da ich damals noch nichts von der Wirkung eines Stoßes auf diese Stelle des Körpers wusste, dass ich den Knaben getötet hätte. Im gleichen Augenblick, da ich diese Furcht empfand, fiel ein anderer Junge, der Vetter dessen, der das erste Opfer meiner sozusagen Geschicklichkeit in Selbstverteidigung geworden war, ohne eine Sekunde zu zögern und offenbar von einem Gefühl genannt Blutsverwandtschaft überkommen, über mich her und schlug mir mit vollem Schwung mit der Faust ins Gesicht. Durch diesen Schlag gingen mir, wie man sagt, die Augen über und gleichzeitig füllte sich mein Mund, als ob er mit der Krütze für die künstliche Füllung von 1000 Hähnchen vollgestopft worden wäre. Als etwas Zeit vergangen war und diese beiden seltsamen Empfindungen sich allmählich in mir beruhigten, entdeckte ich tatsächlich, dass etwas Fremdes in meinem Munde war und als ich es mit den Fingern herauszog, stellte es sich als nichts Geringeres als ein Zahn von großen Ausmaßen und seltsamer Form heraus. Als mich die anderen Jungen diesen außerordentlichen Zahn betrachten sahen, stellten sie sich um mich herum und starrten ihn auch mit großer Neugier und seltsamem Schweigen an. Zu dieser Zeit kam der Junge, der ohnmächtig dagelegen hatte, zu sich, stand auf und starrte mit den anderen Knaben auf meinen Zahn, als ob nichts weiter geschehen wäre. Dieser seltsame Zahn hatte 7 Vorsprünge und am Ende eines jeden hing plastisch ein Tropfen Blut und durch jeden einzelnen Tropfen schien klar und bestimmt eine der 7 Brechungen der Manifestationen des weißen Strahles. Nach dem für uns Lausbuben ungewöhnlichen Schweigen brach wieder der gewöhnliche Lärm aus und in diesem Lärm wurde beschlossen, sofort zum Barbier zu gehen, einem Spezialisten im Zahn ausziehen und ihn zu fragen, warum dieser Zahn gerade so aussah. So stiegen wir alle vom Dach herab und begaben uns zum Barbier. Ich, als der Held des Tages, stolzierte allen voraus. Der Barbier sagte nach einem flüchtigen Blick, dass dies einfach ein Weisheitszahn sei und dass all die des männlichen Geschlechts einen solchen haben, die, bis sie zum ersten Mal Papa und Mama sagen, nur von der Milch ihrer eigenen Mutter genährt werden und die beim ersten Blick unter vielen anderen Gesichtern das ihres eigenen Vaters herausfinden können. Das Resultat der ganzen Gesamtheit der Wirkung dieses Ereignisses, dem mein armer Weisheitszahn zum Opfer gefallen war, bestand darin, dass mein Bewusstsein von da an anfing, nicht nur dauernd in Verbindung mit allem, den Wesenskern des Vermächtnisses meiner verstorbenen Großmutter, das Himmelreich sei ihr beschieden, aufzunehmen, sondern dass auch in jener Zeit, weil ich nicht zu einem diplomierten Zahnarzt gehen konnte, um die Höhle dieses verlorenen Zahnes behandeln zu lassen, was ich übrigens nicht tun konnte, weil unser Wohnort zu weit von den modernen Kulturzentren entfernt war, chronisch aus dieser Höhle ein Etwas sickerte, was,
wie mir kürzlich durch einen sehr berühmten Wetterpropheten erklärt wurde, dessen, wie man sagt, Busenfreund ich zufällig geworden war, weil wir uns häufig in Pariser Nachtlokalen auf dem Montmartre trafen, die Eigenschaft hatte ein Interesse und die Tendenz zu erwecken, die Entstehungsursache jeder verdächtigen wirklichen Tatsache herauszufinden, und diese nicht erblich auf meinen allgemeinen Bestand gelangte Eigenschaft machte mich allmählich und automatisch schließlich zu einem Spezialisten in der Untersuchung aller verdächtigen Phänomene, die mir so häufig in den Weg kommen. Diese Eigenschaft, die sich in mir nach diesem Ereignis bildete, als ich mich, natürlich unter Mitwirkung unseres allallgemeinen Meisters, des schonungslosen Heropas, das heißt des Laufes der Zeit, in einen jungen Mann, wie ich ihn charakterisierte, verwandelte, wurde ein tatsächlich unauslöschlicher, mein Bewusstsein mächtig erwärmender und stets flammender Herd. Der zweite der zuvor erwähnten verlebendigenden Faktoren, diesmal für die völlige Verschmelzung des Vermächtnisses meiner teuren Großmutter mit allen Gegebenheiten, die meine allgemeine Individualität ausmachen, war die Gesamtheit der Eindrücke, die ich durch die zufällig aufgenommene Kunde erhielt, betreffs der unter uns auf Erden stattgefundenen Geschichte über die Entstehung jenes Prinzips, das später, wie es sich aus den Forschungen des Herrn Alain Kardec in einer völlig geheimen spiritistischen Sitzung ergab, überall und der Wesen unseresgleichen auf den übrigen Planeten unseres großen Weltalls eines der Hauptlebensprinzipien wurde. Die verbale Formulierung dieses jetzt schon alluniversellen Lebensprinzips ist folgende: Schmausen wir, so schmausen wir das Porto eingeschlossen. Da dieses jetzt schon universelle Prinzip eben auf dem Planeten entstand, auf dem auch du entstandest und auf dem du noch dazu fast immer auf einem Bett von Rosen und oft Foxtrott tanzend existierst, halte ich es nicht für mein Recht, vor dir die Kunde zu verbergen, die ich betreffs einiger Einzelheiten der Entstehung dieses jetzt universellen Prinzips kenne. Bald nachdem die besagte neue Inhärenz meiner Natur eingepflanzt worden war, nämlich der unerklärliche Drang, die wahren Gründe zu erforschen, aus denen die verschiedenen wirklichen Tatsachen entstehen, beschäftigte ich mich bei meinem ersten Aufenthalt im Herzen Russlands in der Stadt Moskau, wo ich nichts anderes zur Befriedigung meiner psychischen Bedürfnisse fand, mit der Erforschung russischer Sagen und Sprichwörter, wobei ich einmal, ob zufällig oder als Resultat einer objektiven, gesetzmäßigen Folgerichtigkeit, weiß ich nicht, Folgendes erfuhr: Als ein Russe, der seiner äußeren Erscheinung nach denen um ihn herum als einfacher Kaufmann galt, einmal aus seiner Provinzstadt Geschäfte halber in die zweite russische Hauptstadt nach Moskau zu fahren hatte, bat ihn sein Sohn, noch dazu sein Lieblingssohn, weil er ausschließlich seiner Mutter glich, ihm ein bestimmtes Buch mitzubringen. Als dieser große, unbewusste Autor des alluniversellen Lebensprinzips in Moskau ankam, soff er sich, wie es damals und auch heute noch dort üblich ist, mit einem seiner Freunde mit echtem russischen Wodka voll. Und als diese zwei Einwohner dieser sehr großen heutigen Gruppierung zweifüßiger Kreaturen die entsprechende Anzahl von Gläsern dieses russischen Segens geleert hatten und dann über, was man Volksbildung nennt, diskutierten, der Frage, mit der man schon seit langem Unterhaltungen beginnt, fiel unserem Kaufmann plötzlich assoziativ die Bitte seines teuren Sohnes ein, worauf er beschloss, sich sofort mit seinem Freund nach einem Buchladen aufzumachen, um das Buch zu kaufen. Im Laden blättert der Kaufmann das Buch durch und fragt den Verkäufer, der es ihm gereicht hat, nach seinem Preis. Der Verkäufer antwortet, dass das Buch 60 Kopeken koste. Als unser Kaufmann aber sieht, dass der Preis auf dem Einband des Buches mit nur 45 Kopeken angegeben ist, denkt er in einer seltsamen und für Russen im Allgemeinen ungewöhnlichen Weise nach, macht dann eine Bewegung mit seinen Schultern, wirft sich in die Brust wie ein Offizier der Garde, steht wie erstarrt und sagt nach einer kleinen Pause sehr ruhig, aber mit einer Betonung, die große Autorität ausdrückt: Hier steht doch 45 Kopeken, warum verlangt ihr dann 60? Darauf erwidert der Verkäufer mit einem Gesicht, wie man sagt, wie ein Ölgötze, wie es allen Verkäufern eigen ist, dass das Buch tatsächlich nur 45 Kopeken koste, dass es aber für 60 verkauft werden müsse, weil 15 Kopeken für das Porto draufgeschlagen worden waren.
Nach dieser Antwort war es offensichtlich, dass etwas in unserem russischen Kaufmann, der durch diese zwei ganz entgegengesetzten, aber offenbar zu vereinbarenden Tatsachen verwirrt war, vor sich ging, und dieweil er auf die Decke sah, dachte er wieder nach, diesmal wie ein englischer Professor, der eine Kapsel für Rizinusöl erfunden hat, wandte sich dann plötzlich an seinen Freund und gab zum ersten Mal auf Erden die verbale Formulierung von sich, die, da sie in ihrem Wesen eine unbezweifelbar objektive Wahrheit ausdrückt, von da an den Charakter eines Sprichworts annahm. Und zwar sagte er zu seinem Freunde damals Folgendes: »Was tut's schon, mein Lieber? Nehmen wir das Buch. Sind wir doch heute sowieso am Schmausen, und schmausen wir, so schmausen wir das Porto eingeschlossen.« Sobald ich Unglückseliger, der verurteilt ist, im Leben die Freuden der Hölle zu erfahren, all dies erkannt hatte, begann sofort etwas Seltsames in mir, das ich nie zuvor und nie wieder erlebt habe, und hielt eine recht lange Zeit an. Es war nämlich, als ob alle möglichen, wie moderne Hiwinze sagen, Wettrennen in mir zwischen allen verschiedenquelligen Assoziationen und gewöhnlich sich in mir vollziehenden Erlebnissen vor sich ging. Gleichzeitig brach in der ganzen Gegend meiner Wirbelsäule ein heftiges, fast unerträgliches Jucken aus und eine auch unerträgliche Kolik genau im Zentrum meines sogenannten Plexus Solaris. Und all dem, das heißt diesen zwiespältigen, einander gegenseitig aufregenden Empfindungen, machte nach einer Weile plötzlich ein solcher innerer, ruhiger Zustand Platz, wie ich ihn nur einmal noch in den folgenden Jahren erlebte, als die Zeremonie der großen Einweihung in die Brüderschaft der Begründer des Butter aus der Luftmachens in mir vollzogen wurde. Und als später ich, das heißt jenes unbekannte Etwas von mir, das in alten Zeiten ein Sonderling, der von denen umhin herum, so wie wir jetzt auch noch solche Leute nennen, ein Wissenschaftler genannt wurde, als ein relativ übertragbares Entstehen, abhängig von der Qualität des Funktionierens des Denk-, Fühl- und organischen Automatismus definiert hatte, und dass ein anderer, auch berühmter Wissenschaftler des Altertums, der Araber Mal-El-Lel, in eine Definition brachte, die der nicht weniger berühmte griechische Wissenschaftler Xenophon später von ihm entlieh und in einer anderen Weise wiederholte als das Gesamtresultat von Bewusstsein, Unterbewusstsein und Instinkt. Also, als dieses selbe Ich in diesem Zustand meine verwirrte Aufmerksamkeit auf mich selbst lenkte, stellte ich zuerst sehr deutlich fest, dass alles, bis auf jedes Wort, was dieses Sprichwort erklärt, das ein alluniverselles Lebensprinzip geworden ist, in mir in eine bestimmte kosmische Substanz verwandelt wurde und mit den Gegebenheiten verschmolz, die schon lange zuvor durch das Vermächtnis meiner verstorbenen Großmutter sich kristallisiert und in ein Etwas verwandelt hatten, das meinen allgemeinen Bestand durchdringt und sich für immer in jedem Atom dieses allgemeinen Bestandes festsetzt, und zweitens, dass mein unseliges Ich dann sehr genau empfand und mit einem Impuls von Ergebung die für mich traurige Tatsache erkannte, dass ich mich von diesem Augenblick an immer, ob ich will oder nicht, in allem ohne Ausnahme nach der in mir geformten Inhärenz zu äußern hätte, die nicht durch die Gesetze der Vererbung noch unter dem Einfluss der umgebenden Verhältnisse sich geformt hatte, sondern in meinen allgemeinen Bestand durch die Wirkung dreier äußerer zufälliger Ursachen, die nichts miteinander gemein hatten, entstanden war, nämlich erstens durch das Vermächtnis eines Menschen, der ohne den geringsten Wunsch meinerseits die passive Ursache der Ursache meines Entstehens geworden war, zweitens, weil mir ein Zahn von einem Raufbold hauptsächlich ob des Geiferns eines anderen ausgehauen worden war, und drittens dank der verbalen Formulierung, die von den trunkenen Lippen einer mir ganz fremden Person gekommen war, eines gewissen Kaufmannes moskauischer Sorte. Wenn ich, bevor ich dieses alluniverselle Lebensprinzip kannte, schon alle Äußerungen anders als die anderen zweifüßigen Tiere meinesgleichen, die mit mir auf ein und demselben Planeten entstehen und vegetieren, gemacht hatte, so hatte ich dies automatisch und manchmal halbbewusst getan. Aber nach diesem Ereignis tat ich sie bewusst und noch dazu mit einer instinktiven Empfindung zweier ineinander schmelzender Impulse von Selbsterkenntnis und Selbstbefriedigung, ob richtiger und ehrenhafter Erfüllung meiner Pflicht
der großen Natur gegenüber. Es muss sogar hervorgehoben werden, dass, obgleich ich schon vor diesem Ereignis alles nicht so machte wie die anderen, meine Äußerungen doch kaum meinen Landsleuten um mich herum in die Augen stachen, aber von dem Augenblick an, wo das Wesen dieses Lebensprinzips in meine Natur überging, gewannen einerseits all meine Äußerungen, sowohl die absichtlichen, für ein Ziel bestimmten, als auch die einfachen, die sozusagen aus reiner Faulheit geschahen, verlebendigende Kraft und halfen der Bildung von Hühneraugen an den Wahrnehmungsorganen jeder Kreatur meinesgleichen ohne Ausnahme, sobald sie ihre Aufmerksamkeit direkt oder indirekt auf meine Handlungen richtete, und andererseits begann ich selbst in Übereinstimmung mit dem Vermächtnis meiner verschiedenen Großmutter all meine Einfälle bis zu den äußerst möglichen Grenzen auszuführen. Und so erwarb ich automatisch die Gewohnheit, am Anfang von etwas Neuem oder auch bei einem Wechsel natürlich nur größeren Maßstabes immer in Gedanken oder laut auszusprechen: Schmausen wir, so schmausen wir, das Porto eingeschlossen. Und auch jetzt zum Beispiel, wo ich Umstände halber, die nicht von mir abhängen, sondern aus den seltsamen und zufälligen Umständen meines Lebens kommen, Bücher zu schreiben habe, bin ich ebenfalls gezwungen, es in Übereinstimmung mit jenem gleichen Prinzip zu tun, das allmählich durch verschiedene außerordentliche, vom Leben selbst geformte Kombinationen bestimmt wurde und mit jedem Atom meines allgemeinen Bestandes verschmolzen ist. Diesmal will ich dieses mein psychoorganisches Prinzip damit zu verwirklichen beginnen, dass ich in dem Brauch aller Schriftsteller, so wie er von den fernsten Zeiten auf die Gegenwart kam, nämlich zum Thema ihrer verschiedenen Schriften Ereignisse zu nehmen, die angeblich auf der Erde stattfanden oder stattfinden, nicht folge, sondern stattdessen zum Maßstab der Ereignisse meiner Schriften das ganze Weltall nehme. Denn auch in diesem Falle gilt: Wenn schon, denn schon. Was besagen will, schmausen wir, so schmausen wir, das Porto eingeschlossen. Jeder Schriftsteller kann im Maßstab der Erde schreiben, aber ich bin nicht jeder. Wie kann ich mich auf diese im objektiven Sinne Kleinigkeit von Erde beschränken? Dies tun, das heißt für meine Schriften die gleichen Themen wählen wie im Allgemeinen alle Schriftsteller, darf ich nicht. Wenn auch nur, weil, was unsere gelehrten Spiritisten behaupten, plötzlich tatsächlich wahr werden und meine Großmutter davon erfahren könnte. Und verstehst du, was ihr geschehen könnte, meiner teuren, geliebten Großmutter? Sie würde sich im Grabe herumdrehen, nicht einmal, wie man gewöhnlich sagt, sondern, wie ich sie verstehe, besonders jetzt, wo ich mich schon recht geschickt in die Lage eines anderen versetzen kann, viele, viele Male, bis sie sich schließlich in einen irischen Wetterhahn verwandeln würde. Bitte, Leser, bleibe ruhig. Ich werde natürlich auch über die Erde schreiben, aber mit einer solch unparteiischen Einstellung, dass sowohl dieser verhältnismäßig kleine Planet selbst als auch alles auf ihm dem Platz entsprechen, den sie in Wirklichkeit einnehmen und den sie sogar deiner eigenen gesunden Logik nach, zu der du dank meiner Führung gelangt bist, in unserem großen Weltall einnehmen müssen. Ich muss natürlich auch zu den verschiedenen sogenannten Helden meiner Schriften andere Typen wählen als die im Allgemeinen von den Schriftstellern aller Ränge und Epochen auf Erden gezeichnet und verherrlicht werden, das heißt Typen in der Art von Müller und Meyer, die durch ein Missverständnis entstehen und die im Prozess ihrer Bildung bis zu was verantwortliches Leben genannt wird, überhaupt nichts von dem erwerben, was einem Ebenbild Gottes, das heißt einem Menschen zu haben, sich ziemt, und die fortschreitend bis zum letzten Atemzug nur jene verschiedenen Reize entwickeln, als da sind Lüsternheit, Geilheit, Verliebtheit, Boshaftigkeit, Weichherzigkeit, Neid und ähnliche menschenunwürdige Laster. Ich beabsichtige in meinen Schriften Helden eines solchen Typs darzustellen, die jeder, wie man sagt, ob er will oder nicht, mit seinem ganzen Sein als wirklich empfinden muss, und über die in jedem Leser sich unbedingt Gegebenheiten zu der Vorstellung kristallisieren müssen, dass sie tatsächlich jemand sind, nicht einfach irgendeiner. Während ich in den letzten Wochen mit krankem Körper zu Bett lag, entwarf ich im Geist einen Überblick über meine künftigen Schriften und dachte die Form und Folge ihrer Darlegung aus, und dabei beschloss ich, zum Haupthelden der ersten Serie meiner Schriften, weißt du wen, den großen Beelzebub selbst zu machen,
Wenn auch diese Wahl von Anfang an im Denken der meisten meiner Leser solche Gedankenassoziationen hervorbringen dürfte, die in ihnen alle möglichen automatischen, einander widersprechenden Impulse hervorbringen, müssen, ob der Wirkung jener Gesamtheit von Gegebenheiten, die sich in der Psyche der Menschen durch alle bestehenden, anormalen Verhältnisse unseres äußeren Lebens unausbleiblich formen, und sich im Allgemeinen im Menschen durch die berüchtigte sogenannte religiöse Moral kristallisieren, wie sie in ihrem Leben existiert und eingewurzelt ist. Also deshalb müssen sich ihnen aus unausbleiblich Gegebenheiten zu einer unerklärlichen Feindseligkeit mir persönlich gegenüber bilden. Aber weißt du was, Leser? Für den Fall, dass du dich trotz meiner Warnung entschließen solltest, zu wagen, dich mit meinen weiteren Schriften bekannt zu machen und mit einem Impuls von Unparteilichkeit dich bemühen solltest, den eigentlichen Kern der Fragen aufzunehmen und zu verstehen, die ich zu beleuchten beschlossen habe, und auch im Hinblick auf die der menschlichen Psyche inhärente Eigentümlichkeit, dass der Aufnahme selbst des Guten nur dann kein Widerstand entgegengesetzt wird, wenn sozusagen ein Kontakt gegenseitiger Offenheit und gegenseitigen Vertrauens besteht, möchte ich dir jetzt offen die in mir entstandenen Assoziationen gestehen, die endlich in der entsprechenden Sphäre meines Bewusstseins die Gegebenheiten hervorgebracht haben, die meine ganze Individualität drängen, zum Haupthelden meiner Schriften gerade ein solches Individuum zu wählen, als welches sich eben dieser Herr Beelzebub deinem inneren Blick darstellt. Ich tat dies nicht ohne Schlauheit. Meine Schlauheit liegt einfach in der logischen Annahme, dass, wenn ich ihm diese Aufmerksamkeit erweise, er unbedingt, wie ich inzwischen schon nicht mehr bezweifle, sich mir dankbar erzeigen und mir mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln bei meinen beabsichtigten Schriften helfen wird. Herr Beelzebub ist zwar, wie man sagt, aus anderem Teig gemacht, aber da er auch denken kann und, was das Wichtigste ist, wie ich durch die Abhandlung des berühmten katholischen Mönchs, des Bruder Foulon, erfuhr, einen gelockten Schwanz hat, so ziehe ich, da ich vollends durch Erfahrung überzeugt bin, dass Locken niemals natürlich sind, sondern nur durch verschiedene künstliche Manipulationen erworben werden können, gemäß der in meinem Bewusstsein durch das Lesen von Büchern über Chiromantie geformten gesunden Logik, den Schluss, dass auch dieser Herr Beelzebub ein gutes Stück Eitelkeit besitzen und es deshalb höchst beschämend finden muss, einem nicht zu helfen, der für seinen Namen Reklame macht. Nicht umsonst sagt unser berühmter und unvergleichlicher Mullah Nasreddin häufig: Ohne Schmieren kann man nirgends erträglich leben, noch nicht einmal atmen. Und auch ein anderer, auch irdischer Weiser, der dies nur dank der krassen Dummheit der Leute wurde, namens Till Eulenspiegel, drückte dasselbe mit folgenden Worten aus: Wer gut schmiert, der gut fährt. Da ich diese und viele andere in Jahrhunderten im gemeinschaftlichen Leben der Menschen geformten Sprüche voll echter Volksweisheit kenne, habe ich beschlossen, gerade Herrn Beelzebub zu schmieren, der, wie jeder versteht, Möglichkeiten und Wissen mehr als zur Genüge für alles hat. Genug, alter Kerl. Spaß beiseite, sogar philosophischen. Hast du doch, scheint es, mit all diesen Abschweifungen eins der in dir ausgearbeiteten Hauptprinzipien verletzt, das dem System zugrunde liegt, das zur Einführung deiner Träume ins Leben durch einen solchen neuen Beruf zuerst geplant war, das Prinzip, das darin besteht, nie zu vergessen und immer die Tatsache in Betracht zu ziehen, dass die Denkfunktion des heutigen Lesers geschwächt ist, ihn also nicht durch die Aufnahme zahlreicher Ideen in kurzer Zeit zu ermüden. Als ich einen der Leute, die immer um mich herum sind und begierig ins Paradies unbedingt mit Schuhen anzukommen, bat, alles, was ich in diesem Einführungskapitel geschrieben habe, mir laut vorzulesen und mein, wie man sagt, Ich, natürlich unter Teilnahme aller bestimmten in meiner originellen Psyche während der letzten Jahre geformten Gegebenheiten, die mir unter anderem ein Verständnis der Psyche der Kreaturen meinesgleichen verschiedener Typen gab, feststellte, und mit Sicherheit erkannte, dass im allgemeinen Bestand jedes Lesers ohne Ausnahme unausbleiblich durch dieses erste Kapitel allein ein etwas entstehen muss, das automatisch mir persönlich gegenüber Feindseligkeit hervorruft.
Eigentlich ist es nicht das, was mich jetzt hauptsächlich beunruhigt, sondern vielmehr die Tatsache, dass ich am Ende dieses Lesens auch feststellte, dass in der Gesamtsumme alles in diesem ersten Kapitel Dargelegten mein gesamtes Ganzes, in dem das zuvor erwähnte Ich einen sehr kleinen Teil ausmacht, sich ganz entgegen einem der Grundgebote unseres allallgemeinen Lehrers geäußert hat, den ich besonders schätze, Mullah Nasreddin, dass dieser mit den Worten formuliert: Rühr nicht an ein Wespennest. Die Aufregung, die das ganze System, das mein Fühlen ausmacht, durchdrang, entstand, als ich erkannte, dass im Leser unbedingt ein unfreundliches Gefühl mir gegenüber entstehen muss, hörte dann aber plötzlich auf, als ich mich an ein altes russisches Sprichwort erinnerte, das da sagt: Keine Beleidigung, die, wie alle Wunden, die Zeit nicht heilt. Aber die in meinem Gefühl entstandene Aufregung, die aus der Erkenntnis kommt, dass ich ein Gebot Mullah Nasreddins zu befolgen versäumte, beunruhigt mich jetzt nicht nur ernstlich, sondern es begann, sobald ich dies verstand, damit ein sehr seltsamer Prozess in meinen beiden erst kürzlich erworbenen Seelen und nahm die Form eines ungewöhnlichen Juckens an und nimmt noch dauernd zu, bis er jetzt einen fast unerträglichen Schmerz in der Gegend ein wenig unter der rechten Hälfte meines schon ohne dies überarbeiteten Plexus Solaris hervorruft. Ach, warte, warte einen Augenblick. Dieser Prozess hört, wie mir scheint, schon auf, und es entsteht in allen Tiefen meines Bewusstseins oder, sagen wir einstweilen, sogar unter meinem Unterbewusstsein alles, was der vollen Versicherung dient, dass er vollends aufhören wird, weil ich mich an ein anderes Stück Lebensweisheit erinnerte, dessen Sinn mein Denken zu der Überlegung brachte, dass, wenn ich auch tatsächlich entgegen dem Rat des hochgeschätzten Mullah Nasreddin gehandelt habe, ich jedoch unabsichtlich nach dem Prinzip des höchst sympathischen und, wenn auch nicht überall auf Erden wohl bekannten, so doch für jeden, der ihn einmal getroffen hat, unvergesslichen Juwels des Karapet von Tiflis gehandelt habe. Und da hilft schon nichts. Da dieses Einleitungskapitel schon einmal so lang geworden ist, macht es auch nichts aus, wenn ich es noch ein wenig mehr verlängere und hier noch über diesen außerordentlich sympathischen Karapet von Tiflis erzähle. Vor allem muss ich sagen, dass die Eisenbahnstation von Tiflis vor 20 oder 25 Jahren eine Dampfpfeife hatte. Sie pfiff jeden Morgen, um die Eisenbahnarbeiter und Stationsangestellten zu wecken, und da der Bahnhof von Tiflis auf einer Anhöhe lag, hörte man diese Pfeife fast in der ganzen Stadt, und sie weckte nicht nur die Eisenbahnarbeiter, sondern auch die Einwohner der Stadt Tiflis selbst. Wenn ich mich recht entsinne, führte die Stadtverwaltung von Tiflis sogar einen Briefwechsel mit dem Eisenbahnvorstand betreffs der Störung des Morgenschlafs der friedlichen Bürger. Den Dampf jeden Morgen aus der Pfeife zu entlassen, war die Aufgabe eben dieses Karapets, der damals in diesem Depot angestellt war. Und wenn er sich des Morgens dem Seil näherte, mittels dessen der Dampf durch die Pfeife entlassen wurde, winkte er mit den Händen nach allen Seiten, bevor er das Seil anfasste, und zog und schrie feierlich und laut wie ein muhammedanischer Mullah von einem Minarett: »Deine Mutter ist eine, dein Vater ist ein, und dein Großvater ist erst recht ein, dass deine Augen, Ohren, Nase, Milz, Leber, Hühneraugen«, und so weiter. Kurzum, er sprach in verschiedenen Tonlagen alle Fluchworte aus, die er kannte, und zog erst dann das Seil. Als ich von diesem Karapet und seiner Gewohnheit hörte, besuchte ich ihn an einem Feierabend mit einem kleinen Burduk von kachetischem Wein, und nachdem ich die dortigen unerlässlichen sogenannten Toast-Rituale erfüllt hatte, fragte ich ihn, natürlich in einer entsprechenden Form und wie es sich dem Komplex lokaler Liebenswürdigkeiten gemäß, die für die gegenseitige Beziehung dort bestanden, geziemte, warum er dies tue. Nachdem er sein Glas mit einem Zug geleert und das berühmte georgische Lied »Trinken wir noch ein Tröpfchen«, das immer dort beim Trinken gesungen wird, beendet hatte, antwortete er gemächlich folgendermaßen: »Dass ihr den Wein nicht wie die Leute heutzutage trinkt, was besagen will, nicht bloß dem Schein nach, sondern tatsächlich ehrlich, beweist mir schon, dass ihr über meine Gewohnheit nicht aus Neugier etwas wissen wollt,
wie unsere Ingenieure und Techniker, die mich in der letzten Zeit nicht in Ruhe ließen, sondern wirklich aus Wissensdrang. Und deshalb will ich und halte es sogar für meine Pflicht, euch aufrichtig den ganzen Grund meiner inneren, sozusagen peinlichen Betrachtungen bekennen, die mich dazu führten und mich allmählich zu einer solchen Gewohnheit brachten. Dann erzählte er Folgendes. Früher arbeitete ich nachts im Bahnhof und reinigte die Heizkessel. Als aber diese Dampfpfeife hierher gebracht wurde, zog der Stationsvorsteher offenbar mein Alter und meine Untauglichkeit für schwere Arbeit in Betracht und trug mir auf, mich nur damit zu beschäftigen, den Dampf aus der Pfeife zu entlassen, wofür ich pünktlich jeden Morgen und jeden Abend erscheinen muss. Schon in der ersten Woche dieses neuen Dienstes bemerkte ich, dass ich mich nach der Erfüllung dieser Pflicht für 1 bis 2 Stunden irgendwie nicht recht wohl fühlte. Und als dieses seltsame Gefühl von Tag zu Tag zunahm und schließlich zu einem bestimmten instinktiven Unwohlsein führte, weshalb mir der Appetit für Machoch verging, dachte ich von da ab viel darüber nach, um die Ursache herauszufinden. Ich dachte wohl immer besonders intensiv nach, wenn ich zu meiner Arbeit ging oder von ihr heimkehrte, aber wie sehr ich mich auch bemühte, ich konnte mir doch nichts auch nur annähernd darüber klarmachen. So ging es fast ein halbes Jahr, und als die Schwielen an meinen Händen vom Seil der Dampfpfeife schon ganz hart geworden waren, verstand ich eines Tages plötzlich und ganz zufällig, warum ich dieses Unwohlsein empfand. Den Anstoß zu meinem richtigen Verständnis, aus dem sich schließlich in mir eine unerschütterliche Überzeugung bildete, gab ein gewisser Ausruf, den ich zufällig unter folgenden recht sonderbaren Umständen hörte. Als ich eines Morgens, nachdem ich nicht genug geschlafen hatte, da ich die erste Hälfte der Nacht bei der Taufe der 9. Tochter meines Nachbarn zugebracht hatte und die andere Hälfte mit dem Lesen eines sehr interessanten und seltenen Buches, das mir zufällig in die Hände gefallen war und den Titel trug »Träume und Zauberei«, also als ich eilig dahin lief, um den Dampf zu entlassen, sah ich plötzlich an der Ecke einen mir bekannten Fälscher, einen Angestellten der Bürgermeisterei, der mir zuwinkte, zu halten. Die Pflicht dieses meines Fälscherfreundes war, dass er zu gewissen Zeiten in Begleitung eines Assistenten mit einem besonders gebauten Wagen durch die Stadt zu gehen und alle herumlungernden Hunde, die er sah, die an ihrem Kragen kein Metallschild trugen, wie sie von der Bürgermeisterei gegen Zahlung der Steuer ausgegeben wurden, zu erfassen und in das Stadtschlachthaus zu bringen, wo sie für 2 Wochen auf öffentliche Kosten gehalten und mit Schlachthausabfällen ernährt wurden. Wenn nach Verlauf dieser Zeit die Besitzer der Hunde sie nicht abgeholt und die festgesetzte Steuer bezahlt hatten, wurden diese Hunde mit einer gewissen Feierlichkeit einen gewissen Gang hindurchgetrieben, der direkt in einen eigens dafür gebauten Ofen führte. Nach kurzer Zeit floss am anderen Ende aus diesem berühmten wohltuenden Ofen mit einem wunderbar gurgelnden Klang eine bestimmte Quantität von durchsichtigem und ideal reinem Fett zum Profit der Väter unserer Stadt für die Herstellung von Seife und vielleicht noch für etwas anderes, und mit einem klucksenden Klang, der dem Ohr nicht weniger wunderbar war, strömte eine gute Quantität recht nützlicher Substanzen zum Düngen heraus. Um diese Hunde zu fangen, ging dieser mein Fälscherfreund in der folgenden einfachen und bewundernswert geschickten Weise vor. Er besorgte sich irgendwo ein großes, altes, gewöhnliches Fischernetz, das er dann bei seinen sonderbaren Ausflügen zum allgemeinen menschlichen Wohl durch die verkommenen Viertel unserer Stadt in einer besonderen Weise auf seinen starken Schultern trug, und wenn ein Hund ohne Pass in den Gesichtskreis seiner alles sehenden und für alle Hundearten schrecklichen Augen kam, stahl er sich ohne Hast und mit der Sanftheit eines Panthers ganz nah an ihn heran, erwartete einen günstigen Augenblick, wo der Hund von irgendetwas, das er sah, interessiert und angezogen war, warf sein Netz über ihn und verstrickte ihn rasch darin, brachte dann den Wagen herbei, und wenn er den Hund dann entstrickte, fand sich dieser in einem Käfig, der zu dem Wagen gehörte. Gerade als mein Bekannter, dieser Fälscher, mir zu halten winkte, war er daran, sein Netz im nächsten passenden Augenblick auf sein nächstes Opfer zu werfen, das in diesem Augenblick mit wedelndem Schwanz dastand und nach einer Hündin schaute. Gerade als mein Freund sein Netz werfen wollte, erklangen plötzlich die Glocken einer benachbarten Kirche, die die Leute zur Frühmesse rief.
Über dieses unerwartete Geläut in solcher Morgenstille erschrak der Hund und sprang mit einem Satz zur Seite und mit voller Hundegeschwindigkeit die leere Straße davon. Der Fälscher war darüber so wütend, daß ihm das Haar selbst unter den Armhöhlen zu Berge stand, warf sein Netz auf das Pflaster, spuckte über seine linke Schulter und schrie laut: »Teufel, was für eine Zeit zu läuten!« Sobald der Ausruf des Fälschers meinen nachdenklichen Apparat erreichte, schwirrten darin verschiedene Gedanken herum, die mich schließlich meiner Ansicht nach zu dem richtigen Verständnis führten, warum sich in mir das zuvor besagte instinktive Unwohlsein eingestellt hatte. Im ersten Augenblick, da ich dies verstand, entstand sogar ein Gefühl von Scham über mich selber, dass ein so einfacher und klarer Gedanke mir nicht früher in den Kopf gekommen war. Fühlte ich doch mit meinem ganzen Sein, dass meine Wirkung auf das allgemeine Leben kein anderes Resultat erzeugen konnte als eben das, das es bisher schon in mir erzeugt hatte. Und tatsächlich muß jeder, der von dem Lärm, den ich mit der Dampfpfeife mache, aus seinem süßen Morgenschlaf geweckt wird, zweifellos mich bei allem unter der Sonne verfluchen, mich, die Ursache dieses höllischen Lärms und so, müssen natürlich zweifellos von allen Seiten alle möglichen bösartigen Wünsche auf mich einströmen. Als ich an jenem bedeutenden Morgen meine Pflichten erledigt hatte und in der üblichen bedrückten Stimmung in einer benachbarten Kneipe saß und Haschee mit Knoblauch aß und weiter darüber nachdachte, kam ich zu dem Schluss, dass, wenn ich all die, die mein Dienst zum Wohl einiger von ihnen, wie es scheint, stört, im Voraus verfluche, dann nach den Erklärungen des Buches, das ich in der Nacht zuvor gelesen hatte, wie viel auch die, wie man sagen kann, die sich in der Sphäre des Idiotismus befinden, das heißt zwischen Schlaf und Schlummer, mich verfluchen würden, dies, wie das gleiche Buch erklärt, überhaupt keine Wirkung mehr auf mich ausüben könne. Und tatsächlich, seit ich dies tue, fühle ich nicht länger das besagte instinktive Unwohlsein. Und nun, geduldiger Leser, muss ich wirklich dieses erste Kapitel zu Ende bringen. Es muss nur noch unterzeichnet werden. Der, welchen... Halt! Du noch nicht zur Vernunft gekommener. Mit einer Unterschrift lässt sich nicht spaßen, sonst wird man wieder mit dir verfahren, wie schon einmal in einem Reich Mitteleuropas, wo du die Miete für ein Haus, das du nur 3 Monate lang bewohnt hattest, 10 Jahre lang zahlen musstest, nur weil du eigenhändig ein Papier unterzeichnet hattest, das dich verpflichtete, den Mietskontrakt jedes Jahr zu erneuern. Natürlich muss ich nach dieser und noch manch anderen Lebenserfahrungen auf jeden Fall, was meine Unterschrift angeht, sehr, sehr vorsichtig sein. Also dann. Der in der Kindheit Tatak hieß, in früher Jugend Darki, später der schwarze Grieche, in seinen mittleren Jahren der turkestanische Tiger, und der jetzt schon nicht irgendein beliebiger ist, sondern der echte Herr oder Mister Gurdjieff oder Neffe des Fürsten Muschranski oder endlich einfach ein Tanzlehrer.